Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in meinem neuen Video. Heute haben wir ein bisschen Theorie. Es ist ein sehr wichtiges Thema, was ich schon oft gelesen habe und ich habe sehr viele Fragen von euch bekommen. Es kann passieren, dass unser Harz kristallisiert. Ich habe hier mal ein Harz, wo man das sehr gut erkennen. Es ist, selbst mir ist das passiert. Schaut ihr das mal an. Es ist fast die Hälfte von dem Harz hat kristallisiert. Und ich möchte euch jetzt mal einen Tipp geben. Wie könnt ihr jetzt damit umgehen? Ist das überhaupt noch gut? Kann man das noch verwenden? Oder ist es zum Wegschmeißen? Und warum sowas passiert? Wenn der Harz kristallisiert, das ist ein Kristallisierungsprozess, der kann passieren, wenn die Temperatur in welche der gelagert ist, zu niedrig ist. Am besten, wenn wir das in Zimmertemperatur lagern, obwohl es kann, wie bei meinem Fall, wo ich ungefähr 21 Grad bei mir im Werkstatt habe, aber ich habe sehr, sehr kalten Fliesenboden. Und durch diese kalte Fliesen hatte einfach die Kälte abbekommen und mein Harz hat sich kristallisiert. Ich habe mich erkundigt, dass das kann in jeder Harz passieren, egal ob der gute oder schlechte Qualität hat. Das sind einfach die Eigenschaften. Kann man das so ein bisschen vergleichen wie Wasser. Das Wasser sie hat auch ihr Gefrierpunkt in bestimmten Temperaturen. Das ist hier eine 0 Grad. Hier haben wir ungefähr 15 Grad. Wenn die Temperatur unter den 15 Grad sinkt, kann schon so eine Kristallisierung stattfinden. Es kann aber schon eine Kristallisierung stattfinden, alleine schon in der Lieferung. Wenn wir das im Winter bestellen und unsere Bestellung liegt ein oder zwei Tage irgendwie im Zustellfahrzeug, was da natürlich schon deutlich unter 15 Grad ist, vielleicht plus minus 0 Grad, dann kann schon passieren, dass unser Harz, wenn es geliefert ist, schon diese Eigenschaften entwickelt. Wie können wir das erkennen? Im ersten Moment haben wir das Gefühl, dass unser Harz nicht mehr klar ist. Der wird so trüb, der wird so milchig. Und der Moment, wenn er fängt milchig zu sein, findet diese Kristallisierung schon statt. Und wenn die Kristalle immer mehr sind und immer größer, dann wandern die an dem Boden und setzen sich alle ab. Und umso länger der Harz steht, mehr setzen sich natürlich die Kristallen. Und das kommt natürlich auch durch die Kälte, wie ich schon gesagt habe. Auf gar keinen Fall diesen Harz wegschmeißen. Es kann sogar passieren, wenn das über längere Zeit in niedrigen Temperatur gelagert ist, es kann sogar passieren, dass unser Harz komplett aushärtet. Also durch diese Kristallisierung, durch diesen, wenn er natürlich nicht gemischt ist, also wir sprechen nur von den einen Komponent ohne Härte, ja, diese Kristallisierung kann man noch wieder flüssig machen. Was wir dabei machen müssen, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe jetzt einfach eine Warmwasserschüssel genommen mit Wasser mit der Temperatur ungefähr 60 Grad. Bitte nicht höher machen, dass die 60 Grad ist die maximale Temperatur. Je nachdem, wie unser Harz fest ist, wie ist die Konsistenz von dem, umso länger kann das dauern. Also wenn unsere Harz nur ein bisschen milchig geworden ist, dann reicht das nur ein paar Minuten, wenn er drin steht. Wenn bisschen intensiver bis zu hart komplett Kristallisierung. Wenn es komplett kristallisiert ist, dann kann das sehr, sehr lange dauern und zwischendurch müssen wir das Wasser immer wieder wechseln, dass wir so ungefähr 60 Grad Temperatur haben. Was dabei wichtig ist zu beachten, dass wir auf jeden Fall den Öffnung ein bisschen lockern, weil durch die Temperatur wächst drin die Druck. Wenn die Druck drin steht, von der Kälte, wenn wir richtig kalten Harz haben und stecken richtig ins warme Wasser, dann kann das auch durch den Druck, kann sich die, ja, wird die Packung einfach unter dem starken Druck stehen. Deswegen ein bisschen lockern, vergiss es nicht nachher wieder zurückzuschließen. Und auch sehr wichtig ist jetzt, wenn unsere Kristallisierung komplett zurückgegangen ist, wir haben wieder einen flüssigen Zustand, bitte nicht sofort mit diesem Harz arbeiten. Der muss sich wieder bis zur Zimmertemperatur abkühlen. Wenn er ungefähr 60 Grad Temperatur immer noch hat, in dem Moment, wenn wir das mit dem Härter vermischen,
kann die Reaktion einfach zu schnell stattfinden und kann unser Harz wieder aufkochen. Also wichtig ist, in Zimmertemperatur wieder auskühlen lassen und dann können wir den wieder verwenden. Dann warten wir mal ab und ich schalte mich wieder ein, wenn der wieder im flüssigen Zustand ist. So, es sind ungefähr 30 Minuten. Ich habe mir zwischendurch eine schöne Kaffeepause gegönnt. In der Zeit, wie das jetzt entkristallisiert hat, schaut euch das mal an. Da drin sieht alles wieder schön durchsichtig aus. Das ist jetzt ein flüssigen Zustand jetzt. Und ich wollte euch mal sagen, diese Kristallisierung hat auch keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Produktes. Wenn das restlos entkristallisiert ist, dann hat dem Produkt die Eigenschaften wie neu. Ja, jetzt können wir das einfach mal aus dem Wasserbad rausnehmen, den Deckel zudrehen und einfach jetzt mal abkühlen lassen, bevor wir weiter damit arbeiten. Also ganz einfache Möglichkeit. Bitte euren Resin nie wegschmeißen, wenn die kristallisiert. Und ich hoffe, mein Tipp hat euch geholfen. Ich bedanke mich für dieses Video. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, ich würde mich über Likes sehr freuen. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Dann seid ihr auf dem Laufenden. Ich begrüße euch. Ciao, ciao.